Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Adobe Live in einer neuen Woche. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Tanja Hildebrand, bin heute euer Host und heute geht es bei uns um Photoshop für Fotografie, beziehungsweise wie FotografInnen gut Photoshop für sich nutzen können. Und dafür haben wir heute wieder einen ganz wunderbaren Gast bei uns, nämlich Sophia Emmerich. Hallo, schönen guten Morgen, Sophia. Hallo, schön mal wieder als Gast bei euch zu sein. Ja, ich freue mich sehr auf die Stunde heute mit dir. Für alle, ihr kennt wahrscheinlich, die meisten von euch kennen Sophia. Sie ist sowohl Gast als auch Host in den Streams hier bei Adobe Live in Deutschland und vor allem auch in UK. Vor allem aber, Sophia, bist du ja auch Fotografin, eine ganz wunderbare Fotografin. Ja. Und deshalb freue ich mich auf die Stunde heute mit dir. Du hast nämlich so ein paar ja, Tipps und Tricks mitgebracht für, wie gesagt, FotografInnen, was so das Thema Workflow, Benutzeroberfläche, Shortcuts angeht, wie man eben gut mit Photoshop arbeiten kann. Bevor es losgeht, ich schaue mal eben in den Chat rein. Hier ist nämlich schon einiges los. Stefan ist da, Thomas ist da, Jürgen und Doris ist da. Hallo, schönen guten Morgen. Petra, Sean ist da. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Und ihr kennt das Spiel, ihr wisst Bescheid. Wir sind natürlich live für die nächsten 60 Minuten. Falls ihr gerade bei YouTube zuschaut, kommt sehr gerne rüber zu Behance. Hier ist der Chat, den behalte ich im Auge und hier könnt ihr Sophia eure Fragen stellen. Tim hat jetzt auch gerade den Link eingeblendet. Ja, Sophia, wollen wir direkt starten? Du hast ja so ein paar Dinge mitgebracht. Genau, also ich habe ja schon mal, ich habe schon ein paar Streams gemacht, so ein bisschen meistens zur Hautretusche und wie man sozusagen Studio- und Porträtfotografie bearbeitet. Und ich dachte, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir werden heute so ein bisschen schauen, wie kann man allgemein seinen Photoshop-Workflow vielleicht ein bisschen schneller machen. Ich muss ehrlich sagen, ich lerne immer noch neue Sachen dazu. Also ich habe letztens auch eine Sache gelernt, die ich gleich zeigen werde, die ich super spannend finde. Also, dass man so merkt, es gibt kleine Tipps und Tricks. Ich weiß nicht, wie secret meine Tipps sind, aber ich finde manche davon tatsächlich sehr gut. Dass man so ein bisschen einfach merkt, man navigiert schneller durch die Sachen, die man macht. Es ist so ein bisschen was, wie kann man sich seine Benutzeroberfläche besser einstellen, wie kann man sich seine Werkzeuge und Shortcuts schneller einstellen. Da ist ja vielleicht auch jeder ein bisschen anders. Und danach schauen wir uns noch an, wie man so ein paar Basic-Bearbeitungssachen machen kann auf einem Foto, das von Adobe Stock ist. Bisschen Eigenwerbung. Ich habe jetzt auch Bilder bei Adobe Stock, falls jemand Bilder haben möchte. Und genau, Bearbeitung von einem Bild. Und dann schauen wir uns auch ganz kurz nochmal Photoshop im Web an und auch die neuen Funktionen davon, weil auch das, finde ich, ist eine Sache, die den Workflow, vor allem wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, was ich auch viel mache, wirklich vereinfacht. Also einem das Exportieren erspart und hin und her schicken von irgendwelchen Versionen. Deswegen reden wir nicht mehr lange drum herum, sondern hüpfen direkt mal rüber zu Photoshop. Ich habe mir das extra alles auf Deutsch eingestellt. Also verzeiht mir, wenn ich manche Sachen doch noch auf Englisch den Begriff kenne. Aber es ist alles schön auf Deutsch und ich habe auch gestern mit schmerzendem Herzen alles auf Standardeinstellungen zurückgesetzt. Also nichts mehr in meiner kleinen Customized-Version. Aber genau, so sieht Photoshop also aus, wenn man ein Bild aufmacht und wenn man ganz normal hier oben Datei bearbeiten. Das ist jetzt alles noch relativ jungfräulich, könnte man sagen. Und ich finde auch für Leute, die zum Beispiel anfangen, Photoshop zu benutzen, kann das manchmal so ein bisschen, es wirkt so relativ viel und vielleicht auch ein bisschen überfordernd. Ich finde, das ist überhaupt keine Kritik, weil Photoshop kann ja einfach unfassbar viele Dinge, wie so viele Adobe-Programme, aber es wirkt so ein bisschen viel. Und man denkt, ich kann mit diesen ganzen Begriffen vielleicht auch erstmal gar nichts anfangen und ich weiß gar nicht, was passiert hier eigentlich gerade alles. Und ich finde, deswegen will ich mal so ein bisschen durch ein paar Sachen durchgehen und auch zeigen, was man hier einstellen kann, wenn man das möchte. Erstmal hier auch so allgemein Photoshop. Was ich halt ganz wichtig finde, ist, viele Tutorials und Sachen gibt es halt einfach nur auf Englisch. Falls man hier irgendwann mal merkt, okay, ich brauche es doch auf Englisch, das fand ich nämlich, deswegen hatte ich es auch lange auf Englisch wichtig. Wenn ihr anfangt und es ist auf Deutsch und ihr möchtet das auf Englisch, könnt ihr hier unter Voreinstellungen und Benutzeroberfläche eure Sprache ändern. Wir hoffen natürlich, es gibt mittlerweile auch mehr auf Deutsch,
Aber das fand ich relativ wichtig am Anfang, um vielleicht manche Dinge auch zu lernen. Ansonsten seht ihr hier, könnt ihr ganz viele Sachen einstellen. Ihr könnt eine Sache, die ist eigentlich nicht standardmäßig eingestellt, ist dieses Überscrollen. Das finde ich auch ganz spannend. Wenn man das nicht gecheckt hat, sieht es so aus, dass wenn ihr ein Bild auf voller Größe habt, könnt ihr jetzt nicht nach rechts oder nach links, obala, machen wir hier mal keinen Fleck ins Bild. Mal hier wieder. Könnt ihr jetzt nicht nach rechts oder nach links das Bild verschieben? Wenn man das machen möchte, dass man auch während, also wenn ich jetzt nämlich reinzoome, könnt ihr sehen, kann ich hier mich nach rechts und links bewegen. Ich mache das übrigens gerade nur mit Handbewegungen auf meinem Trackpad. Ich zoome so rein und zoome so raus. Also sehr Mac-intuitives. Das könnt ihr sonst auch mit Command Plus und Minus machen, aber ich mache das so ein bisschen hier auf meinem Laptop. Das geht, wie gesagt, wenn man reingezoomt ist, schon. Allerdings, wenn ich jetzt auf Command Zero gehe, um wieder mein Vollbild zu haben, auch schon mal einer meiner Lieblings-Shortcuts, seht ihr, kann ich jetzt nicht nach rechts und links. Ich kann das Bild jetzt nicht verschieben. Und wenn ich hier jetzt nochmal auf Voreinstellungen und Werkzeuge gehe und dann auf Überscrollen, Overscroll heißt das auf Englisch. Zack, ich muss das hier immer schieben. Hier ist meine Zoom-Leiste. Kann ich jetzt auch das machen, siehst du? Und ich finde das, ehrlich zu sein, ganz angenehm, weil ich so irgendwie ohne rein zu zoomen mir das Bild so hinschieben kann, wie ich möchte. Finde ich auch ganz gut. Hier kommt auch gerade von Stefan aus dem Chat ein Kommentar, alles auf Standard, das ist ja schlimmer als in eine neue Wohnung ziehen, Ja, ich aber auch dachte eine gestern Chance. wirklich so, ich dachte gestern so, okay, alles wieder weg. Egal, ich hoffe, ich kann mich an alles erinnern. Aber zum Beispiel, das ist etwas, das ist standardgemäß nicht eingestellt. Also Überscrollen ist standardgemäß ausgestellt. Das heißt, wenn ihr das gerne haben möchtet und gerne auch so im Allgemeinen einfach euer Bild rumschieben möchtet, wie es euch passt, dann würde ich empfehlen, dass ihr dieses Häkchen setzt bei Überscrollen. Das sind immer so wunderschöne Worte hier. Genau, das wäre das. Dann, was ich immer noch gucke, ist beim Exportieren. Da setzen wir uns später noch einen Shortcut. Ich mache nämlich für den Schnellexport, gibt es eigentlich keinen, also keinen standardmäßigen Shortcut. Ich mache mir da immer einen, weil ich das ganz praktisch finde, Dinge mal ganz schnell raus zu exportieren. Dann kann man sich hier überlegen, für den schnellen Export ist standardgemäß auch PNG eingestellt, wenn ich das richtig weiß. Und ich mache, wenn ich einen schnellen Export mache, immer ein JPEG, weil das ist für mich mehr so ein schnell mal raus. Und auch qualitativ muss das eigentlich für mich immer nicht ganz so hoch sein, wenn es um so einen schnellen Export geht. Wenn ich dann wirklich Dinge exportiere, das zeige ich euch später noch, was ich jetzt wirklich exportiere, also exportiere, um sie zum Beispiel final an Kunden, Kundinnen zu schicken, dann würde ich es nicht über den schnellen Export machen, sondern halt über den normalen, was wäre denn den langsamen Export, nicht den schnellen Export. Aber hier, das kann man sich einstellen, je nachdem, was man da am liebsten hat. Auch was finde ich komprimiert, schön kleine Datei. Genau, das sind so die zwei Sachen, die ich mir hier immer noch mal einstelle. Also bei den Werkzeugen Overscroll einstellen, beim Exportieren das auf JPEG setzen und je nachdem, auf welche Sprache man die Benutzeroberfläche haben möchte. Das sind so die allgemeinen Dinge, die ich hier erstmal ändern. Sophia, ich finde es selber auch gerade einen ganz guten Tipp, dass du gesagt hast, man kann die Sprache in Photoshop direkt einstellen, ich glaube, das geht nicht bei allen Programmen, weil ich habe es auch oft über die Cloud, also über die Desktop-Application in der Cloud gemacht, da geht das auch in den Voreinstellungen. Aber es ist natürlich auch gut zu wissen. Genau, wenn ich mich richtig erinnere, man muss die Sprache vorher runterladen oder Okay. aktivieren, wenn ich es richtig weiß. Aber du kannst es hier, wenn du es einmal aktiviert hast, auch einfach in der App ändern, was natürlich für Okay. mich total praktisch ist, weil manchmal Ja. ist es leider wirklich so, wenn man irgendwas Neues lernt und man findet irgendwo ein Tutorial oder man findet irgendwo einen englischen Artikel und dann musst du ja ernsthaft abzählen, was war das jetzt von oben, weil man vielleicht den Begriff sonst nicht findet. Also das finde ich tatsächlich ganz praktisch. Und die Reihenfolge stimmt auch nicht immer. Richtig, das sehen Bei wir nämlich jetzt InDesign auch heißt es natürlich gleich. anders. Ja. Tim sagt gerade, das Sprachpaket muss dafür installiert sein. Genau, man kann das in der Cloud installieren und dann kannst du es in diesem Dropdown-Menü auswählen. So, genau.
Was wollte ich als nächstes machen? Als nächstes, genau, was ich wichtig finde und spannend finde, ist nämlich auch eine Sache, da geht es um Shortcuts. Auf Deutsch wunderschönes Wort, Tastaturbefehle. Ich glaube, das können wir gerne Shortcuts Ja, weiterhin nennen. Ich glaube, das Shortcuts. Wort ist geläufig. Genau, und was ich allerdings, also man findet das hier unter Shortcuts, aber was ich als erstes noch zeigen möchte, ist das, was man hier findet, wenn man unter Menü geht. Hier, das ist der zweite Reiter daneben, der kleine hier. Und zwar, was ich wichtig oder spannend finde, ist tatsächlich, warte, muss man das hier machen? Ja. Was man machen kann, ist nämlich diese ganzen Dropdown-Menüs, die ich gerade gezeigt habe, die so unfassbar lang und groß sind, kann man sich kleiner machen. Und nicht nur das, du kannst auch die einzelnen Dinge, die du öfter benutzt, farblich einfärben, um sie schneller zu finden, damit du nicht jedes Mal so suchen, 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 wo steht exportieren nochmal. Das habe ich auch vor kurzem erst angefangen und ich finde es so gut. Ich finde es so toll, weil man dann einfach nicht alles, man macht ja jetzt nicht alles mit Shortcuts, man kann viel mit Shortcuts machen, aber man kann zum Beispiel sagen, Datei öffnen, benutze ich super oft. Dann nehme ich hier und gebe dem die Farbe rot. Und wenn ich aber auch sage, zum Beispiel so Sachen wie exportieren, benutze ich auch richtig oft, gebe ich auch in rot, weil ich das dann einfach viel schneller finde. Was ich zum Beispiel gar nicht benutze, ist zu I, wie sagt man das überhaupt? Aero, Arrow. Arrow, Arrow. Exportieren, wenn ich das gar nicht brauche, mache ich da das Auge weg. Dann ist es, sehen wir gleich, sieht man das dort nicht. Was ich auch nicht brauche, ist Adobe, okay, Adobe Stock durchsuchen, lassen wir mal drin. Ich mache mal noch ein anderes weg, einfach nur, damit wir es gleich anzeigen können. Machen wir das Verpacken weg, das auch weg. So, das können wir nachher alles wieder anzeigen lassen. Und jetzt machen wir mal auf OK, um euch das mal zu zeigen. Jetzt muss ich mir hier wieder. Ich habe immer Angst, wenn ich die Zoom-Leiste verschiebe, dass ich aus Versehen auflege. Also. So, jetzt seht ihr, dass das hier, das Öffnen ist rot eingeblendet und das Exportieren ist rot eingeblendet. Man kann diese Farben auch ändern, man kann es wieder rückgängig machen. Und wenn man jetzt sagt, ach Mensch, jetzt habe ich mir irgendwelche Sachen ausgeblendet, die brauche ich ja vielleicht noch, kann man hier unten hingehen auf alle Menü, wo ist das gerade, Menü, Dinge Einblenden. einblenden, ja, und dann sind sie wieder da. Also es ist gar kein Problem, dass man sagt, oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich, Menübefehle wieder einblenden. Jetzt habe ich mir vielleicht was weggepackt, dieses Skripten hatte ich, glaube ich, eben kurz rausgenommen. Und dann ist das alles wieder da. Also man braucht sich da gar keine Sorgen machen, aber man kann sich das schön kompakt klein machen. Das kannst du bei allen diesen Sachen. Also wenn wir hier nochmal auf Tastaturbefehle, Menü gehen, kannst du dir hier da wirklich jede der einzelnen Reiter customizen, so wie du dir das möchtest und mit Farben markieren und schauen, was braucht man öfter, was braucht man nicht. Und Ist das auch finde ganz ich, ja. geschickt, dass wenn du dann auf dem Reiter bist, dass das direkt unten dran steht, alle Menübefehle wieder einblenden, weil sonst man vergisst ja auch gerne mal was. Und vielleicht ist das ja auch zum Teil dann irgendwie ein ganz cooles Feature, was man am Anfang nicht verwendet hat und dann aber irgendwann vielleicht auch mal verwenden möchte. Genau. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen, wenn man weiß, was man schon braucht und was man benutzt, kann man sich da schön die Sachen so ein bisschen zurechtschustern. Und vielleicht auch, um am Anfang, wenn man mit Photoshop anfängt oder so, damit es nicht ganz so überwältigend ist. Also man kann sich das alles ganz schön und klein zusammenbasteln. Und das fand ich eine Sache, die habe ich auch erst vor kurzem angefangen, sich das so farblich einzufärben. Finde ich irgendwie für die Übersichtlichkeit auch total schön. Genau, also findet ihr über Tastaturbefehle und dann auf Menüs hier. Und hier sind die ganzen Tastaturbefehle, wie wir sie kennen. Das ist, wie gesagt, gerade alles in Standard eingestellt. Aber wie ihr seht, kann man dann hier so draufklicken und dann könnte man den hier rein theoretisch auch ändern. Wie ich eben schon gesagt habe, ich bastel mir immer selber einen Shortcut für den schnellen Export. Bin ich da überhaupt gerade im richtigen Reiter? Nee. Um quasi mir für diese schnellen Sachen einmal einen Ich glaube, Export unter zu machen. Datei müsste das sein, oder? Oder sind wir in Datei oder sind wir in Bearbeiten? Nee, wir sind in Datei.
Export. Hier, Schnellexport als JPEG. JPEG ist, wie gesagt, das, was ich eingestellt habe. Normalerweise würde da stehen PNG, je nachdem, was ihr eben in der Voreinstellung reingepackt habt. Und da sieht man, hier ist noch kein Shortcut vergeben. Ich wollte immer einen Shortcut haben, der relativ easy ist für meine, also für meine kleinen Hände und der noch nicht vergeben ist. Ihr müsst natürlich gucken, viele Shortcuts, vor allem mit Command und nichts weiter, also Command A, E, B, C, D, sind alle schon vergeben für standardmäßige Dinge, weil das natürlich die einfachsten Sachen sind. Ich mache tatsächlich einen Shortcut, weil ich mache den mit rechts und ich mache einfach Command Ö. Der ist nämlich noch nicht vergeben und der geht relativ fix. Weil das liegt tatsächlich so ein bisschen über dem Ö, mein Command, auf der rechten Hand. Also nur so als Beispiel. Ihr könnt dann einfach da reinklicken, ihr könnt sie auch ändern, ihr könnt sie euch so einstellen, wie ihr das möchtet. Das ist einer, den ich mir immer noch einstelle, aber das ist überhaupt kein Patent drauf. Macht es, wie ihr es möchtet. Hier seht ihr das nur. Wenn ihr merkt, ihr benutzt eine Sache immer wieder, könnt ihr die Shortcuts ändern. Und falls ihr irgendwann merkt, ihr habt totalen Murks gemacht, was ich auch schon mal gemacht habe, geht ihr hier einfach wieder auf Standards. Dann macht es euch das alles wieder zurück, auf wie es vorher war. Es fragt euch auch vorher noch, ob es eure Shortcuts, die ihr euch da zusammengeschustert hat, speichern soll. Dann habt ihr die rein theoretisch auch noch, falls ihr dann irgendwann denkt, ach Mensch, das war total die gute Idee. Ich mache es doch nochmal so wie vorher. Geht das auch. So, machen wir auf OK. Was ihr dann halt auch seht, ist, dann haben wir hier unseren süßen kleinen, der ist dann auch angezeigt. Also ihr seht immer, die Shortcuts sind hinter euren Tastaturbefehlen sozusagen. So, und wo wir jetzt schon mal über Shortcuts sprechen, dachte ich, zeige ich mal so ein bisschen meine Go-To-Shortcuts, die ich so benutze, die ich über die Jahre tatsächlich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, man internalisiert die so ein bisschen und merkt irgendwann gar nicht, dass man sie noch benutzt. Ich habe angefangen, gestern mir welche aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Also, ich finde tatsächlich einen, den ich eben schon gesagt habe, total klasse. Den benutze ich ständig. Und zwar ist das, wenn man so reingezoomt ist, Command 0, um wieder rauszuspringen. Liebe diesen Shortcut. Vor allem, wenn man irgendwie Sachen bearbeitet und man ist da schon so richtig drin, nitty gritty, kannst du schön nochmal rausspringen. Dazu gibt es noch einen anderen, den ich auch benutze, aber nicht ganz so oft. Das ist, wenn man H gedrückt hält. Das ist so dieses Hover. Da fliegt man quasi raus und dann wieder rein. Üp. Ah, okay. Es ist so diese Vogelperspektive. Das heißt, du kannst rein, raus und rein zoomen. Den finde ich auch, also man hält das dann gedrückt, lässt wieder los und geht wieder rein. Und dann siehst du dieses Fenster, was man dann da hat. Dieses Ding. Und dann geht's mir da, zoome ich da wieder rein quasi. Okay. Üp. Glaube ich auch ganz geschickt, wenn du irgendwie dein Foto fertig bearbeitet hast, um nochmal so ein bisschen Details nachzuchecken, oder? Genau, da kannst du so schön so mal wieder rauszoomen, was natürlich, um das ganze Foto zu sehen, finde ich das total gut. Und wenn man sonst möchte, geht man wieder auf Command 0. Und dann hat man schön wieder das ganze Bild. Wie gesagt, man kann auch zoomen mit Command Plus und Minus. Ich glaube, man kann auch zoomen mit Leertaste, Command, nee, Control und Dings, warte. Ja, guck, hier gibt's Minus, da gibt's Plus. Also man kann tatsächlich auf mehrere Arten und Weisen zoomen. Hier, zack, zack, zack. Also ich mache Zoom tatsächlich mit meiner Handbewegung auf meinem Trackpad. Das ist wahrscheinlich für die, die Apple haben, auch das Einfachste. So, dann als nächstes, was ich auch total klasse finde, was ich früher nie gemacht habe, ist, dass man sich das Bild so hindrehen kann, wie man es möchte. Und ich glaube, dass viele Menschen, die Illustrationen machen und zeichnen, das wahrscheinlich schon eher kennen, weil sie sich wahrscheinlich, wie als würden sie echt zeichnen, das Blatt so drehen. Und ich habe das vorher nie gemacht, aber wenn ich jetzt auf R, also R halte, seht ihr hier, dass ich mir das Bild so drehen kann. Und wenn man Einheiten bearbeitet, wie, weiß ich nicht, sagen wir mal, wir möchten hier diesen Streifen da weg haben. Und ihr findet einfach die Handbewegung von oben nach unten unangenehm. Ihr möchtet gerne von zur Seite. Könnt ihr euch das Bild einfach, ich gehe mal ein bisschen nach oben,
hier zur Seite drehen und dann, weiß ich nicht, wie, je nachdem mit eurem Werkzeug eurer Wahl, nehmen wir hier mal den Bereichsreparaturpinsel, Deutsch, und machen dann hier so zur Seite. So, vielleicht ist das angenehmer, als wenn man es hoch runter macht. Ja, ist lustig. Ich glaube auch tatsächlich, in Photoshop ist das ganz nützlich. Als das neu in Illustrator war, Zeichenfläche drehen, das hat mich total aufgeregt. Und das war das Erste, was ich ausgeschalten habe. Also ich fand es total gut, weil tatsächlich für so Hautretusche, wo du auch manchmal wirklich wie malen. Nee, klar, das stimmt. Total gut. Ja, ich glaube, zum Malen, also sobald du halt so sehr intuitiv deine Hand irgendwie bewegst, dann glaube ich, ist es sehr nützlich. Thomas meinte übrigens noch, genial, das kannte ich noch nicht. Und ich glaube, er meint, das mit dem Haar, glaube ich, mit dem Shortcut, das kam es hier vor kurzem schon in dem Chat. Ja, genau. Und jetzt nochmal einen meiner, ich glaube, jeder Mensch, der irgendein Adobe-Produkt benutzt, vielleicht auch andere Produkte, liebt diesen Shortcut, und das ist Command-Z. Um schön wieder Dinge rückgängig zu machen. Genau, aber R finde ich super. Und was ich jetzt auch vor kurzem gelernt habe, ist, wenn ihr Shift haltet und R, dann dreht ihr automatisch das Ganze nur noch in 15, wie heißt denn das? Grad. Also dann wird es sozusagen geblockt auf 15 Grad und dann könnt ihr es ganz genau drehen. Also Shift R und ich drehe jetzt 15, 30, 45. Also dann kriegt ihr es ganz einfach auf 90 Grad gedreht, zum Beispiel. Gibt es einen Shortcut, damit du das wieder auf 0 Grad zurückdrehen kannst? Weißt du das? Ich weiß, ich habe gerade einfach mal Command 0 gemacht, aber. Warte mal, vielleicht können wir drehen es mal kurz und ich wollte mal eben einfach 0 eingeben. Nee. Okay. Ah, doch, warte. Ich habe auf jeden Fall, wenn du jetzt drehst und du gibst jetzt, ich habe gerade Enter gemacht, mach 0 und bin wieder da. Also was ich gemacht habe, ist einfach, du machst quasi, du bestätigst einmal den, wir sind jetzt bei 120. Ich mache einmal Enter, dann markiert es mir hier oben den Drehwinkel. Okay. Dann gehe ich auf 0 und dann bin ich wieder da. Ich weiß nicht, ob das ein Shortcut ist. So weit wollen wir vielleicht nicht gehen. Aber so würde ich gehen. Thomas hatte hier auch noch gesagt, er findet das mit der Zeichenfläche drehen auch ganz gut bei Rundungen, weil man ja schlecht konkav zeichnen kann. Ja. Und Stefan hat eine Frage. Ist absehbar, ob oder wann Arbeitsbereich Fenstervoreinstellungen in der Adobe Cloud speicherbar wird. So könnte ich an jedem Rechner, ach so, in meiner Umgebung arbeiten. Das ist eine gute Frage. Vielleicht. Welche genauen Einstellungen meint, also diese Menüeinstellungen hier? Kommt drauf an. Ich glaube, alle drei. Einmal den Arbeitsbereich und die Voreinstellungen. Also Shortcuts kann man sicher exportieren. Shortcuts kannst du dir speichern, deine Einstellungen. Und die Voreinstellungen, die sind eigentlich auch, also die laufen ja eigentlich auch auf deine Cloud-ID. Also ich habe auch zwei Rechner mit meiner gleichen ID und die Einstellungen, die ich in dem einen Programm mache, sind eigentlich auch direkt in dem anderen, am anderen Rechner. Genau, und hier zum Beispiel Tastaturbefehle, kannst du die hier, also dein Z jetzt, bei mir wäre es jetzt quasi, dass das Ö da noch mit drin ist, könnte man sich jetzt runterladen und dann auch auf einem anderen Rechner. Auch ich könnte das jetzt auch jemand anderem zur Verfügung stellen, quasi wahrscheinlich. Okay. Das geht auf jeden Fall. Bei den Einstellungen der Menüs geht es auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Sachen, die ich mir gelöscht habe als Ansicht oder die ich mir farblich eingefärbt habe, geht das. Ah, okay. Mhm. Und was wir auch noch kurz anschauen können, Speaking, aber das machen wir gleich, diese Toolbar, das können wir jetzt gleich machen, Symbolleiste. Mhm. Die können wir ja auch bearbeiten. Und auch das, oh, ich habe schon wieder Angst, ich lege aus Versehen auf, kann man sich als Vorgabe speichern. Also können wir uns auch kurz angucken. Das macht nämlich den Workflow, finde ich, auch noch mal um einiges leichter. Habe ich gerade übersprungen in meiner Sache. Genau, also wir können hier, ich gehe noch mal kurz raus, abbrechen. Hier unten diese drei Punkte, wenn ihr die Standardeinstellung habt, könnt ihr hier eure Symbolleiste bearbeiten. Da seht ihr hier die ganzen Shortcuts, sind die Buchstaben, die ihr dahinter seht.
Also wenn wir auf das V klicken, kommen wir sofort auf das Verschieben-Werkzeug. Wenn ihr dann innerhalb dieses Buchstabens quasi springen wollt, weil hier sind ja zum Beispiel zwei, die auf dem V liegen, müsstet ihr auf Shift, also Pfeil nach oben, Shift und dann nochmal auf V. Also ihr könnt quasi, ihr fangt beinahe oben an. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Also wir klicken auf V, dann haben wir hier jetzt dieses Verschieben-Werkzeug. Wenn ich jetzt Shift-V mache, dann springt das hier automatisch eins weiter zum Zeigewerkzeug. Das gleiche wäre auch hier bei J. Das sind die ganzen Reparaturbereichssachen. Da liegen aber natürlich noch andere dahinter. Das heißt, ich mache Shift. Jetzt seht ihr, springt das hier zum Bereichsreparaturpinsel. Dann springt es hier zum Ausbesserungswerkzeug. Also es geht einfach einmal alle diese Begriffe durch, je nachdem, was noch alles hinter dem Buchstaben J liegt. Genau, das kann man sich aber hier natürlich auch anpassen. Und was ich sehr wichtig finde oder gut ist, wenn es Sachen gibt, die ihr gar nicht benutzt, dann könnt ihr die da rausschmeißen. Was ich zum Beispiel nie benutze, ist das rote Augenwerkzeug. Dann nehme ich das Drag and Drop und schmeiße es auf die andere Seite. Dann ist das sozusagen aus meiner Toolbar erstmal raus. Kann man natürlich auch alles wieder rückgängig machen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann, was ich auch nicht benutze, irgendwie, was hier noch so, Radiergummi, ja, könnte man nehmen. 3D-Materialfüllung benutze ich auch nicht, auch wenn es das jetzt ganz neu, ganz toll alles bei Photoshop gibt. Was noch? Also ihr könnt euch alles da überlegen, was ihr da benutzt und was ihr nicht benutzt. Und dann schön alles auf die Seite schieben, was ihr nicht braucht. Auch das kann man speichern, runterladen. Man kann die Standardeinstellung wiederherstellen. Was das Herz begehrt, könnt ihr euch so anpassen, wie ihr das gerne möchtet. Machen wir mal fertig. Genau. Und falls ihr sonst irgendwie sagt, ich möchte da nicht mit irgendwie mit Shift und dem Buchstaben durchklicken, möchte gleich sehen, was dahinter ist, dann macht ihr einfach einen rechten Mausklick auf eure Werkzeuge und dann seht ihr das auch hier. Jetzt weiß man, okay, da ist der Bereichsreparaturpinsel drin, da ist das Ausbessern-Werkzeug drin. Wenn man das irgendwann weiß und man muss zum Beispiel bei Dodge and Burn ist das total spannend, man will immer hin und her springen zwischen, oh mein Gott, ich weiß bei Deutsch immer nicht, abwählen und nachbelichten. Da mache ich zum Beispiel, ah, das kann ich noch zeigen, das vergesse ich nämlich immer. Was man ich kann immer, die sich auch einzeln legen. Ne? Du kannst auch quasi die Ordnerstruktur, also alles, was dahinter liegt, ändern. Genau, was ich immer mache, ich mache das Schwammwerkzeug, benutze ich nie, mache ich hier rüber. Ihr seht übrigens, alle Sachen, die ihr dann ausgeblendet habt, findet ihr immer noch hier unten. Ne? Die sind nicht weg. Alles noch da. Aber jetzt habe ich hinter dem Buchstaben O halt nur abwedeln und nachbelichten. Schönes Wort. Auf jeden Fall kann ich dann auf O gehen und wenn ich zwischen hell und dunkel switchen möchte, mache ich einfach Shift-O. Ich springe also quasi einfach immer nur zwischen den beiden hin und her. Ohne, dass da noch was Drittes in diesem Dropdown-Menü drin ist. Ja. Finde ich auch, was den so diesen Arbeitsworkflow angeht, sehr gut. Und genau, man kann sie sich auch einzeln legen, wenn man weiß, ich springe immer zwischen X und Y hin und her. Und eine Sache, die ich jetzt auch vor kurzem gelernt habe, ich sage echt nach 4 Jahren Photoshop, man lernt gar nicht aus, ist, wenn du jetzt zum Beispiel zoom mal ein bisschen an. Wie man sieht, bin ich hier gerade bei meinem, jetzt ist es auf Deutsch, abwedeln. Nee, nachbelichten. Okay, sorry. Auf meinem nachbelichten Werkzeug. Wenn ich jetzt merke, ich will nur mal ganz kurz einen Bereich auswählen und ich will aber nicht aus meinem abwedeln Ding raus, kann ich einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen hier das Lasso, warte nochmal, ich muss nochmal so, also, wir können nämlich einen Buchstaben halten, dann springt es ganz kurz dazu, siehst du, jetzt ist es gerade das Lasso-Tool, ich kann das benutzen, ich halte das L gedrückt, ich lasse los und ich bin wieder bei dem, wo ich vorher war. Okay, das heißt, ich kann cool. Dann temporär ein Werkzeug benutzen, ohne wirklich switchen zu müssen. Mhm. Indem ich einfach den Buchstaben halte. Macht das Sinn? Ich hoffe, es macht Sinn. Ja,
Auf jeden Fall, das ist ein guter Tipp. Ja, da muss man nicht immer die ganze Zeit switchen zwischen den Genau, Werkzeugen. du musst nicht hin und her springen, wenn du sagst, ich bin gerade hier dabei, irgendwie Sachen aufzuhellen, aber ich will jetzt irgendwie einen bestimmten Bereich auswählen, ich will da nicht hin und her springen. Es ist tatsächlich, dann halte ich das L gedrückt, mach dann den Ausfall, zack, und bin aber immer noch in meinem richtigen Werkzeug drin. Das ist Das ist ein so. guter Tipp. Ich muss mal ausprobieren, ob das auch in Illustrator geht. Ja. Das ist ganz gut. Sophia, ich schaue hier mal nochmal in den Chat, weil es ging hier nämlich nochmal um dieses Speichern. Ich weiß nicht, Ja. vielleicht kommst du ja nachher auch noch auf das Thema Arbeitsbereich zu sprechen. Können wir auch noch machen? Können wir vielleicht noch ganz kurz reinschauen, weil da gab es eben die Frage und das kann man sich ja auch abspeichern. Und Stefan meinte noch, im Arbeitsbereich kann man sich lokal speichern, aber da muss man den auf dem Stick kopieren und von A nach B bringen. Cloud wäre da schon hilfreich. Ich weiß nicht, ich könnte mir, wenn dann, einfach vorstellen, dass man es sich in der Cloud als Dokument speichert. Aber vielleicht ist das auch was vielleicht noch irgendwann kommt. Vielleicht kann Tim uns da weiterhelfen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diese Sachen, ich arbeite halt auch einfach primär auf meinem einen Computer. Ich habe, um ehrlich zu sein, in der Theorie weiß ich, dass man diese Sachen runterladen kann, aber ich gebe auch ganz offen zu, ich habe es noch nie wirklich gemacht. Dass ich gesagt habe, ich ziehe mir das von einem Rechner auf dem anderen. Man sieht das immer hier als Vorlage runterladen, dass das natürlich als Option möglich ist, aber ich habe es auch noch nie wirklich gemacht, weil ich halt an meinem einen PC arbeite, mir die ganzen Sachen da so schön einmal einstelle und selten das übertrage. Ich weiß nicht, ob man das jetzt cloud-basiert machen kann mittlerweile oder wie man dann. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich immer in meinem gleichen Cloud-Account drin bin. Genau. Und da weiß ich eigentlich schon, dass so diese Einstellung, der das übernimmt, egal an welchem Rechner. Genau. Genau, Aber genau. vielleicht weiß Tim ja noch was. Genau, Tim, unsere Soufflöse im Hintergrund. Vielleicht kann er uns da noch weiterhelfen. Okay, gut. Dann, das war jetzt mein einer Secret-Tipp. Ich hoffe, es sind zumindest ein paar Secrets dabei. Also das Halten des Buchstabens ist ein temporäres Benutzen des Werkzeugs. Jetzt gucke ich mal in meine aufgeschriebenen Shortcuts, die ich sonst noch alle so habe, die ich total toll finde. Ah, einen Shortcut, den ich gerne benutze, dafür müssen wir allerdings hier mal so ein paar Ebenen hinzufügen, um ihn euch zu zeigen. Ich benutze ihn fast in jedem Stream, weil ich ihn total klasse finde. Wir packen uns hier einfach mal ein paar Sachen drauf. Ah, ich habe einen neuen Kommentar, das machen wir gleich. Also, wir machen hier mal ein bisschen mehr Rot rein und noch ein bisschen mehr Blau. Das ist jetzt übrigens keine Bearbeitung im Sinne von so macht man ein Foto schön, sondern einfach nur, um zu zeigen, was jetzt mein Shortcut ist, den ich gerne benutze. Und zwar benutze ich einen Shortcut immer wieder, wenn ich sehr viele Bearbeitungen gemacht habe und ich danach alles komprimiert auf einer Ebene haben möchte. Und das ist alle sichtbaren Ebenen auf eine Ebene kopieren. Das ist Shift Option Command E. Es ist der most impressive Shortcut. Genau, der kopiert euch quasi alles, was ihr gerade gemacht habt, auf eine Ebene hoch. Also ich finde das immer ganz gut, wenn man, wie gesagt, sehr viel Skin Retouching gemacht hat und dann alles nochmal komprimiert haben möchte, um dann weiter zu bearbeiten, finde ich das tatsächlich gut. Den benutze ich ganz oft und ich habe das Gefühl, das ist der akrobatischste Shortcut, den ich kann. Kannst du noch mal sagen, wie der Shortcut ist? Shift Option Command E. Ah, okay, also tatsächlich 4. Ja, ich kannte Ja. nur das auf eine Ebene zusammenfügen. Das ist ja Apfel-E, also Command-E. Ja, Und aber genau. das ist natürlich gut, um die anderen Ebenen auch zu erhalten. Genau. Das ist so ein Shortcut, den ich gerne mag. Dann, was natürlich viele Leute wissen, ist, wenn man Command hält und auf mehrere Ebenen geht, markiert man sie alle. So wollen wir sie alle löschen. Ja, wir wollen sie alle löschen, weil sie sahen alle nicht gut aus. Aber das ist auf jeden Fall ein, den ich sehr gerne benutze. Oh, langsam kracht mir die Stimme weg, aber wir schaffen das noch. Was ich dann auch noch gerne benutze, ist natürlich Pinsel. Das benutzen ja, ich finde, das benutzt man in Fotografie, das benutzt man in Illustrationen. Wie kann man schnell und praktisch mit Pinseln arbeiten? Da kennst du dich bestimmt auch richtig gut aus. Ich dachte, ich zeige das euch einfach mal an einer Maske. Ich hoffe, so heißt das auf Deutsch. Und zwar kann man ja, wenn man hier eine Bearbeitung vornimmt, sagen wir zum Beispiel, ich finde, die Person im Vordergrund sollte ein bisschen heller sein. Gehe ich hier in der Gradationskurve hoch und
Und dann haben wir hier, das ist ja eine Maske, die kann ich jetzt invertieren. Das heißt, sie ist weg. Zack, das sehen wir daran, weil hier ist der Hintergrund jetzt schwarz. Dann gehe ich auf B für Brush, für Pinsel auf Deutsch. Jetzt sehen wir, hier ist die Vordergrundfarbe weiß. Wenn ich mit weißer Farbe auf eine schwarze Maske male, dann hole ich das wieder hervor, was die Maske eigentlich ist, weil die Maske ist ja gerade, also quasi verbirgt, ist selber, ich will hidden sagen, aber es versteckt. Ja. Versteckt, ja. Ja, und nicht sichtbar, und alles, wo ich jetzt mit weiß drauf male, mache ich die Maske sichtbar. Meine Güte. Das Praktische ist, wenn ihr jetzt auf Zahlen, auf einfach mal auf 3 geht, seht ihr hier oben, geht die Deckkraft auf 30, 4 macht die Deckkraft automatisch auf 40, 50, 60, 70, 80. Das Spielchen könnt ihr genau so machen. Und wenn man ganz schnell ist, so wie ich gerade, 7, 8, dann wird es 78. Aber wenn ihr das langsam macht, eine 7, dann ist es eine 70. So, das ist eine Sache, die ihr machen könnt. Wenn ihr das Ganze mit Shift macht, bearbeitet, könnt ihr den Fluss eures Pinsels bearbeiten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und was ich tatsächlich auch praktisch finde für, aber auch wenn man tatsächlich auch mit einem Trackpad arbeitet und einem Stift, ist natürlich auch die Frage, wie kann ich schnell die Größe von meinem Pinsel ändern? Weil man dann halt sagt, guck mal, hier, der Pinsel ist jetzt relativ klein, wir machen ihn trotzdem mal irgendwie auf 90% hier, so, zack. Und der ist mir halt klein. Wenn ich jetzt das Gesicht nachmalen möchte, brauche ich ja Ewigkeiten. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der schön groß ist. Mhm. Dann gehe ich einfach auf, warum geht denn das jetzt nicht? Eigentlich müsste ich Option, Control, hier jetzt. Also, wenn ich jetzt hoch und runter gehe, ändere ich die Deckkraft. Also ich mache Option, Control, klicken. Und wenn ich jetzt horizontal ziehe, wird mein Pinsel größer oder kleiner? Mhm. Wenn ich vertikal ziehe, ändert sich auch die Deckkraft. Also man kann die Deckkraft ändern, je nachdem, indem man einfach eine Zahl eingibt, wenn man mit die Brush, wenn man den Pinsel ausgewählt hat, oder indem man jetzt nochmal vertikal zieht. Vertikal zieht mit Option Command oder horizontal zieht, dann ändert man die Größe der Brush. Das finde ich tatsächlich ein sehr hilfreiches Tool. Das wusste ich relativ lange nicht. Aber auch mal in irgendeinem Stream, und da fand ich das sehr, sehr hilfreich. Ja. Sorry, es ist übrigens Control-Option, nicht Command. Also ich mache das halt wieder so eine Sache, man macht das einfach immer so automatisch mit den Händen. Also es ist Control-Option, dann siehst du diesen roten Punkt, horizontal ziehen, also von rechts nach links, machst du ihn größer oder kleiner. Und vertikal ziehen siehst du ja dann auch. Also das Rot wird ja, die Sättigung wird größer oder kleiner. Wir wollen jetzt einfach mal knallhart Deckkraft 100% und einen relativ großen Pinsel. Und jetzt könnt ihr sehen, wenn ich hier drüber male, kann ich schön nur das Gesicht aufhellen. Man sieht es jetzt hier unten auch in meiner Maske, dass da weiß ist, wo ich die Maske sozusagen rausgepinselt habe, rausgemalt habe. Das finde ich, macht es sehr einfach, wenn ihr irgendwann mal, wenn man dann nämlich zum Beispiel sagt, wir zoomen mal ein bisschen ran. Und wenn ich jetzt nur das Ohr noch nachzeichnen möchte, dann wäre das natürlich der Pinsel mir viel zu groß und auch die Deckkraft vielleicht ein bisschen zu hoch. Dann würde ich einfach nochmal hier so kleiner machen und dann kann man hier schön fein nochmal hier die einzelnen Sachen nachfahren. So. Macht den Workflow, finde ich, um einiges leichter, als wenn man jedes Mal hier hochgeht. Und was ich auch finde, ist, man weiß immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tanja, ich weiß immer nicht, wie groß eine Brush ist, wenn ich hier jetzt sehe 200 Pixel. Muss ich immer wieder gucken, wie groß ist denn 200 Pixel? Ja, total. Oder wenn ich dann 300 sehe, muss ich auch immer gucken. Ich finde es so viel besser, wenn man es direkt auf dem Bild sieht, wie groß ist es eigentlich? Also so hier so selber zu gucken, wie groß ist er jetzt gerade? Mhm, ja. Okay, wir gehen wieder auf Command 0. Boom. Unser neues Lieblings-Tool, Shortcut. Und ich dachte jetzt, wir haben noch ungefähr 20 Minuten. Was wir noch machen können, was auch, finde ich, sehr gut ist von Photoshop, was jetzt neu ist. Was, wie gesagt, mein Workflow
weil ich arbeite öfter mit anderen Leuten zusammen oder ich habe jetzt vor kurzem ein Fotoprojekt gemacht mit einer anderen Fotografin zusammen. Das ist irgendwie doch wichtig, dass man Dateien verschickt oder dass Leute sich Dateien angucken. Und das gibt es jetzt ja neu bei unserem Photoshop in der Beta-Version. Und Sophia, zwar kann man seine Dateien. Ja. bevor wir vielleicht zum nächsten Thema hüpfen, ich sehe hier gerade von Ja. Doris war noch eine Frage. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du den Shortcut kennst. Tatsächlich wäre Doris auch meine Frage, wie der in Illustrator ist. Sie meint nämlich, in Illustrator gibt es einen Shortcut zum nächsten Dokument navigieren. Ob's, Ja, weißt du, den das gibt gibt es in Photoshop auch, beziehungsweise ob man den auch suchen kann. Also ja, in den Tastaturbefehlen, glaube ich, gibt es schon auch die Suche, oder? es auf jeden Fall. Ich wusste auch definitiv schon mal, was es ist. Wir müssten, wie finde ich den denn am schnellsten? Entweder fragen wir Tim ganz schnell. Es gibt ihn auf jeden Fall. Das kann ich zu 100% sagen, dass man hin und her springen kann zwischen den verschiedenen offenen Dateien, die man hat. Ich würde ganz kurz nachgucken. Also auf die Schnelle fällt er mir nicht ein, aber ich weiß ihn auf jeden Fall, dass es ihn gibt. Ich wüsste auch gerade nicht, wie überhaupt der Befehl heißt, vor allem nicht auf Deutsch. Sonst könnte man einmal ganz kurz eingeben. Das Einzige, was ich sagen kann, man kann es machen. Ah, Tim weiß Dass man es einfach. schon. Command oder Control plus Natürlich, Cup. natürlich. Ja. Okay. Also, es geht. Sehr gut. Tim kommt zur Frage Rettung. beantwortet. Genau, das geht. Genau, das ist wahrscheinlich am meisten das Praktischste, wenn man sehr viele Dateien offen hat. Und dann sieht man hier oben, kann man schön weiterspringen zwischen den Dateien. Okay, Super. schön. Tim, wirklich, hätte man Tim nicht, könnte ich die Hälfte der Fragen nicht beantworten. Genau, was wir jetzt machen wollten, ist, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Dateien zu teilen und auch Dateien zur Bearbeitung freizugeben. Zur Bearbeitung freigeben machen wir jetzt erstmal nicht, sondern nur dieses Kommentieren und teilen, dass andere Menschen da Bescheid geben können, mach doch mal das, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und wir haben auch herausgefunden, dass könnt ihr quasi an jede Person schicken, die ihr möchtet. Die brauchen dafür auch keine eigene Adobe Subscription. Das ist halt echt dafür gedacht, dass ihr es zum Beispiel an eure KundInnen rausschickt oder weiß ich nicht, ihr macht eine Geburtstagskarte für Mutti und eure Geschwister sollen auch mal drüber gucken. Genau, das Bild muss vorher in der Cloud gespeichert sein und es wird auch hochgeladen. Das haben wir eben schon gemacht. Das dauert so, je nach Größe des Bildes, vielleicht eine Minute oder zwei. Dann habt ihr hier unten, oh, wirklich, ich sage es, eine Punktlandung, bis meine Stimme komplett weg ist. Halte durch. Ja, ich schaff's noch. Danach den ganzen Tag heiser. Wir haben hier unten dann einen Link. Ich hoffe, also ich kopiere ihn nochmal. Ich hatte ihn eben schon in unseren Chat rein, also nicht in euren Chat, den ihr gerade seht, sondern in unseren Zoom-Chat reingepackt. Und jetzt ist die Frage, weil Tanja ist jetzt quasi meine Kundin und Tim auch. Und die dürfen jetzt mal Feedback geben, was sie an Okay. dem Bild gerne anders haben wollen. Und dann schauen wir uns mal an, weil ich kann das dann auch in Photoshop direkt sehen, was die beiden mir für nette oder auch nicht so nette, aber was die beiden mir so an Kommentare an das Bild rangeschrieben haben. Tanja, kannst du mal gucken, ob der Link noch geht? Wenn nicht, dann schicke Ja, er ich. geht noch. Ich glaube, Tim hat gerade schon einen Kommentar geschrieben. Tim hat mir geschrieben, wie der Shortcut heißt. Genau, ihr könnt dann nämlich hier auf Fenster gehen und dann gibt es hier unter Kanäle gibt es Kommentare. Und dann seht ihr hier, Tanja sagt, sie findet mein Bild ganz toll. Oh, es ist schon wieder weg. Schnell Ja, weg. wir haben es gerade gelöscht. Moment, es kommt Oh. ein neuer Kommentar. Ein neuer Jetzt, Kommentar. Sehr gut. genau, von Tim und ich habe es auch gerade einen losgeschickt. Okay, dann schauen wir hier nochmal. Kommentar. Hier hat Tim auf jeden Fall einen Kommentar. Schauen wir mal, was er sagt. Hier sehe ich jetzt unser kleines Stecknädelchen und er sagt, das helle Licht könnte vom Motiv ablenken. Da hat er natürlich absolut recht. Was wir jetzt machen ist, wir beheben das einfach mal. Wir entfernen dieses kleine Licht und auch da werden wir jetzt etwas probieren. Das ist neu in Photoshop.
Und zwar ist das, ich mache mal den Kommentar hier weg. Wir wissen ja jetzt, was Tim gesagt hat. Und ach so, was noch ein schöner guter Shortcut ist, ist Command J. Damit kopiert man sich Ebenen. Und ich mache das immer, wenn ich bearbeite, dass ich das nicht auf dem Hintergrund bearbeite, also nicht alles auf einer Ebene mache, sondern mir immer eine Kopie mache der Ebene und sie dann Edit nenne. Damit ich weiß, alle meine Bearbeitung findet dort statt. Was wir jetzt machen, es gibt jetzt verschiedene Arten und Weisen, wie man das entfernen könnte. Wir machen jetzt mal eine, und zwar nehme ich mir das Lasso-Tool und mache hier so einen kleinen Kreis drum. Zack, bumm. Machen jetzt Rechtsklick. Und das, was es jetzt neu gibt, ist dieses Auswahl löschen und ausfüllen. Man konnte das vorher so machen, dass es inhaltsbasierte Füllung ist und dann muss man nochmal OK klicken. Das wäre das gleiche Ergebnis. Die haben das jetzt einfach nur auf einen Punkt zusammengefasst. Machen wir mal. Versuchen wir doch einfach mal. Ups, und es ist weg. Ich finde das mittlerweile, es ist einfach so easy, wie man Sachen entfernen kann von Bildern. Ich kann euch noch gerne andere Methoden zeigen. Also wenn wir jetzt Command Z, auch einfach wonderful, ein wonderful Shortcut. Ihr könntet jetzt auch auf J gehen, dann werdet ihr hier wieder auf dem Bereichsreparaturspinsel. Man könnte da einfach einmal drüber malen. Na gut, ist nicht ganz so schön geworden, aber das könnte man damit auch entfernen. Mal wieder Command Z machen. Man könnte genauso gut dieses Ausbessern-Werkzeug nehmen und es einmal umranden und wegziehen. Dann wäre es auch weg, deselect. Also es gibt mehrere Arten, wie man das entfernen kann. Ich finde aber tatsächlich mittlerweile dieses Inhalt, wie heißt das jetzt nochmal, Inhalt löschen und füllen, macht einen mega guten Job. Da muss man ja wirklich gar nichts mehr machen. Ja, cool. Und der Vorteil, wenn ihr das auf einer weiteren Bearbeitungsebene macht, ist natürlich, dass ihr es an- und ausschalten könnt. Und falls ihr irgendwann mal merkt, oh mein Gott, ich habe da ganz viel bearbeitet und es ist totale Banane geworden, ich möchte das rückgängig machen, macht ihr einfach eine, habt ihr eine Maske auf eure Ebene drauf und auch da könnt ihr dann Dinge quasi wieder reinzeichnen. Bearbeitung zu viel war oder es ist irgendwas schiefgelaufen. Macht ihr hier einfach mit, wenn ihr auf X geht, ändert ihr hier unten die Vordergrundfarbe. X zwischen Schwarz und Weiß, springt das jetzt hier unten hin und her, Vordergrundfarbe einstellen. Je nachdem, diese Maske ist jetzt natürlich voll sichtbar. Wir würden dann Sachen wegzeichnen wollen oder wie würde man das sagen, verbergen wollen. Dann müssten wir natürlich mit Schwarz draufmalen. Und wenn du das jetzt speicherst, dann sollte das eigentlich in diesem Link, wo wir, also Tim und ich, die Ansicht sehen können, dann müsste das dann eigentlich auch aktualisiert werden. Ne? Das ist nämlich genau, und ich kann unseren den Kommentar jetzt auch als erledigt markieren. Und zwar löschen, klären. Können die Ohrringe weg? Ich sehe hier schon. Dürfen wir machen? Meine Güte, hier ist richtig. Klären. Ich habe jetzt auf klären gedrückt. Das heißt, der Kommentar, können wir das entfernen, ist geklärt. Das, die Diskussion, ob wir Marken nennen dürfen, hatte ich auch schon. Das ist gar keine Marke. Da bin ich, ich kann darauf antworten, auch tatsächlich sage, es ist eine Marke, nur Design. Zack. So, senden. Können die Ohrringe weg? Klar, wir können auch die Ohrringe entfernen. Das machen wir auch einmal ganz kurz. Also genau, was ihr aber seht, und das finde ich natürlich total klasse, ihr könnt euch Anmerkungen schicken lassen und ich müsste jetzt, müsstet ihr natürlich gucken, Tanja und Tim, ob in der Version, die ihr von mir bekommen habt, jetzt auch zum Beispiel dieses Lichtfleck schon weg ist. Ich glaube, das updatet gerade noch, also er ist gerade noch da, aber ich habe zum Beispiel jetzt schon auch deine Antwort, die du Tim, also ich sehe auch Tims Kommentar und ich sehe auch deine Antwort, es ist keine Marke, nur Design, also es ist auf jeden Fall, es funktioniert sehr, zeitlich in Echtzeit, was natürlich super ist. Absolut, absolut, genau, und dann könnte man hier jetzt noch anfangen, Ohrringe zu entfernen, da könnt ihr ähnliche Dinge benutzen wie um den Fleck zu entfernen, ist natürlich ein bisschen mehr Detailarbeit. Da würde ich jetzt nicht dieses Füllen und Löschen benutzen, weil, ich meine, wir können es probieren, aber ich vermute mal, dass es einfach zu viel filigrane Sachen sind.
Da würde ich tatsächlich arbeiten mit so Auswahlsachen und Reparatur- und Bereichspinseln und Stempeln wahrscheinlich auch. Auch ein großer Fan vom Stempeltool, was ihr auch tatsächlich unter S findet. Ja. Stamp, S-Tempel, Stempel, Kopierstempel. Genau. Sophia, Tim hat gerade noch eine gute Anmerkung. Das wusste ich jetzt auch noch Ja. nicht. Tatsächlich würde das Bild auch nicht aktualisiert werden, weil das genau die Idee dahinter ist. Man schickt eine bestimmte Version raus und kann dann trotzdem in Ruhe weiterarbeiten. Das ist natürlich super. Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch schon gefragt, ne? Weil dann kriegen auch die Kunden sehen vielleicht auch wieder so ein Zwischending, sagen, Ja, nee, da stimmt. passt das immer noch nicht. Das ist natürlich gut zu wissen. Was heißt aber, ich genau hier, jetzt ganz noch mal kurz, hier unten kann ich selber Ah. entscheiden und kann machen auf Inhalt aktualisieren. Okay, super. Das ist natürlich klasse, genau. Dann müsste ich da noch mal draufklicken und dann würde es die Sache noch mal aktualisieren. Was ich auch super, also für so gemeinsame Zusammenarbeiten total gut finde und es davor auch tatsächlich nie ausprobiert habe. Weiß nicht, wie es allen im Chat geht, aber das ist eine Funktion, die mir davor noch gar nicht irgendwie geläufig war. Ich habe das jetzt tatsächlich letzten, warte mal, ich bin ein bisschen lost, was Tage angeht, Donnerstag zum ersten Mal ausprobiert, auch mit einer Freundin, mit der ich ein Projekt zusammen mache, weil ich so dachte, hey, ich muss doch normalerweise exportiere ich immer irgendwas. Das macht ja irgendwie. Ist ja auch blöd, dann schickst du da mehrere Versionen hin, man verliert irgendwie Übersicht und das war zum ersten Mal, dass ich das auch benutzt habe und ich finde es total genial. Genauso gut, nur um es einmal ganz kurz zu machen, hier, ich habe das auch einmal aufgemacht in Photoshop im Web. Das könnt ihr euch, das könnt ihr natürlich auch anderen Leuten schicken, wenn ihr hier auf Teilen geht und dann zum Bearbeiten einladen. Könnt ihr tatsächlich andere Leute auch den Zugriff geben, auf euren Bildern zu arbeiten? Kopierstempel noch an. In euren Bildern zu arbeiten, was ich auch total gut finde. Ich habe mir jetzt diesen Link quasi einmal selber eingefügt. Den könnt ihr aber natürlich anderen Leuten auch schicken, denen ihr also sozusagen, das ist nicht, glaube ich, Das immer ist noch an. jetzt gerade das Asset, Ja. quasi die Ansicht, die du geöffnet hattest Ja, oder ich uns mache geschickt nochmal hast. den Link Genau, zu. und dann kannst du es ja auch noch in der Photoshop Beta für Web öffnen. Genau, hier Ja, jetzt sitze genau. ich. Genau, und dann kann man hier auch diese ganzen. Oh no. Ich muss mich selber nochmal anmelden. Okay, dann ist das jetzt der Vorführeffekt. Das schaffen wir gar nicht mehr in den 3 Minuten. Also, auf jeden Fall könnt ihr auch dort Leuten den Zugriff geben. Dann geht Photoshop im Web auf und dort können Leute dann sogar eigenhändig Änderungen vornehmen, was ich auch genial finde, was Workflow angeht, wenn man mehr, mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Also ich muss ehrlich sagen, das sind so ein paar Sachen, wenn man sozusagen seine Shortcuts kennt, wenn man sein Menü gut eingestellt hat, wenn man seinen eigenen Fluss gut kennt und dann auch noch mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, ist einfach, also ich glaube, was vorher irgendwie 2 Stunden gedauert hat, dauert dann eine. Und was ich dann noch mache, um das Ganze mal so ein bisschen, meine Güte, mein Kopierstempel hier. Um das Ganze mal nochmal so ein bisschen abzurunden, ist natürlich exportieren, wenn man mit dem Bild fertig ist und alle sind happy und man hat alle Kommentare eingearbeitet und sowas. Und man hat jetzt zum Beispiel mehrere Dateien offen. Eigentlich sollte ich wissen, wie man zwischen Dateien hin und her springt, fällt mir jetzt auf. Weil ich habe auch öfter mehrere Dateien auf, irgendwie so, sagen wir mal, 5 oder so. Und was ich dann immer ganz gerne mache, ist, dass ich tatsächlich mir bei den Skripten hier so ein Bildprozessor, könnt ihr das nämlich mehrere Bilder auf einmal exportieren. Wird dann quasi alle Bilder, die offen sind, also geöffnete Bilder verwenden. Könnt ihr dann hier sagen, an welchen, ob ihr es an den gleichen Speicherort haben wollt, wo das Bild sich gerade befindet, oder ihr könnt das in irgendwelchen in Ordner auswählen, wo ihr es hinhaben möchtet. Ha, mit meinem Keyboard-Shortcut-Zielordner nicht. Aber genau, ihr könnt euch überlegen, wo möchtet ihr alle eure Bilder hinhaben. Ihr könnt hier entscheiden, in welcher Qualität ihr es haben wollt, als PSD, als TIFF, je nachdem. Man kann auch mehrere Sachen auswählen, wenn man sagt, ich möchte eine Datei in X, Y und Z exportiert haben. Ihr könnt hier die Größe einstellen, je nachdem, was ihr haben wollt. Und dann exportiert es euch alle Bilder, die ihr offen habt, automatisch dorthin, wo ihr sie haben wollt. Und das spart, finde ich, auch sehr viel Zeit, weil ich mache es so, ich bearbeite von einer Reihe von Bildern, sage ich mal, alle 5 hintereinander.
habe dann alle 5 offen und möchte dann nicht in jede Datei reingehen und exportieren, sondern möchte, dass gerne alle in der gleichen Größe, in den gleichen Formaten exportiert werden. Und dann geht man hier auf, ich muss echt auf Deutsch nochmal gucken, wie es heißt, auf Datei, Skript und dann Bildprozessor. Mhm. Was ich auch ganz gut finde. Manchmal habe ich auch alle leeren Ebenen löschen, muss ich auch manchmal machen, weil ab und zu fange ich was auf einer Ebene an. Dann mache ich es doch wieder weg, weil ich merke, ich brauche es doch nicht. Könnt ihr so mal ein bisschen aufräumen, dann sind die Dateien auch nicht so groß. Genau. So, und jetzt könnte ich natürlich auch einfach mein Command-Ö machen und dann hätte ich es nochmal als schnellen Export, als JPEG, kann ich das Bild auch nochmal sichern. Was mir neulich, das hatte mir tatsächlich Tina Thuli in Oslo auf einer Konferenz gezeigt. Ich finde zum Bearbeiten, gerade wenn man so, also ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich hatte das vor allem auch noch so aus der Uni-Zeit oder wenn man Buchprojekte fotografiert, dann hast du ja sehr viele Fotos, die du gleich ausrichtest, ne? die du dann so auch in Stapel laden kannst. Und ich hatte bis dato sehr, sehr lange immer jede einzelne Ebene separat gespeichert. Und man kann aber, wenn du die mehrere Ebenen hast, genau, bei Exportieren, Moment, ich habe es selber gerade aufgemacht. Ebene in Dateien? Ebenen in Dateien, genau, ja. Ja. Und das finde ich auch ein sehr hilfreiches Tool. Also vielleicht kannten das auch schon viele, aber ich kannte es bis dato nicht. Und das kann einem für solche Fälle dann doch auch sehr viel Zeit sparen. Auf jeden Fall. Ich glaube, für Fotos ist das eher, es sei denn, man hat zum Beispiel mehrere Varianten von einem Bild und man hat sie zum Beispiel auf mehreren, in mehreren Gruppen oder sowas zum Beispiel. Man könnte nämlich Sachen auch kopieren und dann mit Rechtsklick, glaube ich, sogar diese Gruppierung exportieren als PNG oder JPEG. Okay. Und ihr sagt, ihr habt mehrere Versionen von irgendwas. Genau, aber das mache ich meistens, wenn ich noch so eine größere Masse an Bildern habe über diesen Bildprozessor. Und das hat, muss ich auch mal zu meiner Schande gestehen, bestimmt Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass man das so machen kann. Man lernt nie aus. Ja, und davor immer jedes Mal auf Exportieren, Exportieren als und dann hier nochmal alles einzeln gemacht und das spart ihr euch damit quasi. Mhm. Ja. Finde ich schon praktisch. So, und jetzt lädt es uns hier abbrechen, wollen wir nicht hochladen. Genau, das sind erstmal so, ich glaube, ich kann nochmal schön auf meine Aufzeichnung gucken, aber exportieren war der letzte Punkt und wir sind auch schon 2 Minuten vorher. Sehr gut. Danke dir. Meine Photoshop-Ticks und Tricks und ich hoffe, es war vielleicht doch noch das ein oder andere dabei, was andere nicht kennen. Mit Sicherheit. Ja, Jürgen sagt, danke Sophia für die ganzen Tipps und gute Besserung. Dankeschön. Und von Doris kommt auch, danke Tim, Sophia. Ja, danke dir. Ich glaube, es sind auf jeden Fall mit Sicherheit die ein oder anderen Tipps und Tricks dabei, die man dann doch noch nicht kannte oder so. Man lernt ja auch ständig dazu. Ja. Ganz, ganz lieben Dank. Auch danke euch an den Chat, dass ihr dabei wart und eure Fragen gestellt habt. Wir sind morgen wieder da, auch mit Photoshop. Diese Woche ist eine Photoshop-Woche. Morgen ist Klaus Schawinski zu Gast mit der lieben Julia als Host. Und es wird morgen gezeichnet in Photoshop. Und es geht um das Thema Händezeichnen leicht gemacht. Und am Mittwoch, da ist Christoph Kreuzer zu Gast. Ich glaube, du bist mit als Host dabei. Ja, wir machen Premiere Pro am Mittwoch. Ah, Premiere Pro. Okay, super. Nee, dann wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. Nicht nur Photoshop diese Woche. Auch noch ein bisschen Video. Okay, super. Hier kommen auch Komplimente von Dirk, sagt, das war super. Thomas, ganz toller Stream. Vielen Dank. Danke von Stefan. Danke euch. Danke, Sophia, an dich. Gerne. Danke für Tim natürlich, wie immer, für das Ganze im Hintergrund managen und Fragen beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, ja, Punktlandung, dann sind wir für heute raus. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Ciao.